So, wir gucken uns jetzt an, was mich an der Meinungsblogger-Szene stört. Ich bin gespannt, inwiefern ich zerrissen werde. Moin, Unholy hat ein Video gemacht, in dem er dazu aufruft, dass wir Meinungsblogger doch mal ein Video machen sollen, in dem wir eine Sache an unserer Szene kritisieren, Jo. die uns stört. Ich habe gehofft, dass ich da irgendwie drum rumkomme, aber Unholy hat dann Cloutas nominiert und Cloutas hat dann mich abonniert. Ja, selbst schuld. Aber wie dem auch sei, bevor ich euch sage, was mich an dieser gesamten Meinungsblogger-Szene stört, möchte ich erstmal eine Sache klarstellen. Und zwar hast du, Unholy, in dem Video zwar gesagt, Es geht hier auch gar nicht darum, sich über einzelne Personen aufzuregen und Namen zu nennen, ja? Hier geht es um allgemeine Punkte der Szene und nicht um einzelne YouTuber. diese Regel werde ich mehr oder weniger ignorieren, weil wenn wir doch Meinungsblogger... Oh, jetzt wird persönlich auf. Jetzt werden Kanäle zerrissen, ja? Dafür wundert es mich aber, dass das Video nur 5 Minuten geht. Komme ich mit vor? Ja, ich bin auch mit dabei. Leute, ich bin gespannt, ja? Jetzt bin ich gespannt, weil ich ja wahrscheinlich auch mit zerrissen dem Was ja nicht Video, ja? unbedingt heißt, dass YouTuber XY schlecht ist oder YouTuber XY der Einzige ist, der diesen Fehler macht. Außerdem ist es vielleicht auch wichtig, Namen zu nennen und Beispiele einzubauen, weil sonst nicht ganz klar ist, was So gemeint Absicht, ist und ach sich YouTuber... so. Ach, das war Absicht. Ich dachte, er hat die Easter-Kanäle. Leute, das ist mir schon klar. Es ist schon klar, dass es Absicht ist. YouTuber XY möglicherweise nicht angesprochen fühlt. Und das ist Ups, wichtig, danke. wenn sich wirklich was ändern soll. Irgendwie habe ich heute nicht so viel Luft, keine Ahnung. Was ich außerdem nochmal erwähnen möchte, ist das, was mich meiner Meinung nach von den typischen Meinungsbloggern unterscheidet. Und zwar, wenn ich ein Video über zum Beispiel Let's Bake mache, ist es mir sowas von Wumpe, ob der irgendwas an seinen Videos ändert. Es ist mir so egal, ich könnte allein 10 Minuten von diesem Video damit füllen, euch zu erklären, wie egal mir das eigentlich ist. Weil was ich dann wirklich allergisch werde, sind diese Coaches, die für mehrere tausend Euro ihre Coaching-Pakete anbieten, die im Endeffekt nicht mal ansatzweise ihren Preis wert sind. Aber zum Glück gibt es davon nicht so viele. Ansonsten geht es mir pur um die Unterhaltung in den Videos und ich selbst schaue mir Meinungsblogs auch eigentlich nur wegen der Unterhaltung an. Und deswegen kann ich viele kleine Meinungsbloggers, wie zum Beispiel diesen Mr. Dino, überhaupt nicht verstehen. Der hat auch so ein Video zu diesem Hashtag SaveMeinungsblogs gemacht und als ich da mal reingeschaut habe, habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wer sich so stumpf und angepisst vorgetragene Videos gerne anschaut. Hier überspringen wir den unnötigen Teil, den niemanden interessiert. Wenn ihr die Videos dennoch anschauen wollt, die Links sind in der Videobeschreibung. Kann es sein, dass ich kotzen Moin. muss, wenn ich das Wort Anime höre? Junge, lass Animes in Ruhe oder du spielst gleich Last Man Standing auf der Autobahn. Ich muss kotzen, wenn ich das Wort Anime höre. Da hattest du anscheinend keine Kindheit mit Pokémon, Digimon, Beyblade oder keine Ahnung was. Das sind ja auch alles Animes. Und das in meinem Background ist Tokyo, was ebenfalls ein Anime ist. Jetzt mal abgesehen von dem Kontext, um den geht's gerade gar nicht, aber das ist generell was, jetzt nicht nur bei ihm, das ich überhaupt nicht verstehe. Diese ständige angepisste Stimmung in vielen Meinungsblogs, genauso wie diese vielen Anime-Avatare, das... Ja, ich muss halt Real Talk auch sagen, es ist halt. Also ich gehe jetzt nicht nach Hause und denke mir so, Alter, ich muss mir jetzt in Meinungsblogs. Also mittlerweile bin ich wirklich auch so, ich gucke mir kaum noch privat Meinungsblogs an, das gucke ich mir halt in Streams an, weil da kann man einfach drüber reden, ja, ein bisschen diskutieren. Das sind halt meistens Videos, die trotzdem noch viel Inhalt bieten, wo du halt noch ein bisschen was entweder mitbekommen kannst von dem, was neu passiert, oder wo du dich selber über irgendwas abfragen kannst. Aber ich würde mir jetzt privat auch nicht solche Videos reinziehen wie von diesem Mr. Dino, wo es halt einfach, ja, dieses stumpfe, monotone, ja, ich würde doch nicht mehr sagen, dass es unbedingt monoton ist, aber diese ganze aggressive Grundhaltung, ja, ohne dass mal irgendwie eine, keine Ahnung, ohne dass mal so ein bisschen Abwechslung vorkommt. Ja, also du bist scheiße und das kotzt mich einfach mega an und dann sagst du einfach das und wie kannst du Anime beleidigen? Ich meine, das ist doch absolute Rotze, was du hier gerade eben machst. Das ist halt, keine Ahnung. Ich fühle es mittlerweile nicht mehr. Damals fand ich das auch ganz cool, glaube ich. Bei KuchenTV. KuchenTV, der hatte damals auch so die Videos so gemacht, so auf einer aggressiven Haltung, ne? Da kannte man aber ja auch noch nichts weiteres, ja? Da gab es noch keine anderen Meinungsblogger wirklich. Deswegen muss ich sagen, war das damals trotzdem noch irgendwie eine andere Geschichte und heutzutage gönne ich mir halt sowas gar nicht mehr weiter. Es wirkt, finde ich, einfach nur unseriös und unkreativ und ich weiß auch nicht, was ich von Kritik über mich halten soll, zu der sich irgendein Anime-Avatar bewegt. Was soll mir das sagen? Und nur nochmal zum Verständnis, nur weil ich jetzt bestimmte YouTuber gezeigt oder angesprochen habe, heißt das nicht, dass ich die zerstören will oder Bock auf Beef habe oder sowas. Weil das ist auch so ein Ding, gefühlt, sobald man auch nur im geringsten jemanden aus der Szene Dankeschön. frontet, muss man direkt ein Beef daraus machen. Das ist zum Beispiel zwischen Unholy und Cluta der Fall, wo es eigentlich anfangs nur um eine Meinungsverschiedenheit und unterschiedliche Auffassung von Depressionen ging. Oder zum Beispiel der große Beef zwischen KuchenTV und Feiergoden, wo sich erst Feiergoden übertrieben getriggert gefühlt hat und dann ein Video mit dem Titel KuchenTV Exposed hochgeladen hat.
KuchenTV hat dann in einem Gegenvideo in 60 Sekunden sehr gut gegenargumentiert, aber hat es dann komplett damit versaut, dass er einen lustigen und wirklich sinnvollen Meme-Wettbewerb angekündigt hat, bei dem es dann hauptsächlich ums Aussehen von Feiergurten ging. Und auch wenn ich KuchenTV seit einiger Zeit verfolge und ich ihn sehr sympathisch finde, bin ich mir bei dem Beef immer noch nicht ganz sicher, wer und... Es gibt Menschen, die finden KuchenTV sympathisch. Da bin ich raus, Leute, ja. Da bin ich komplett raus. Ja, Kryptos habe ich mitbekommen. Da bin ich raus. Ich frage mich, wo Friedrich ist. Friedrich ist jetzt eigentlich derjenige, der da jetzt reinhält und erstmal beleidigt. Ja, so sagt, ist ein Doofkopf, ja. Wenn man jetzt mal Da Vincis Lieblingsbeleidigung nehmen kann. Unsympathischer gehandelt hat. Aber das ist auch wieder so ein Ding, wo ich einfach Beispiele nennen muss, weil es sonst wenig Sinn macht. Ich habe weder Feiergurten noch KuchenTV nach dem Beef weniger leiden können. Das wäre auch absolut dumm, Leute wegen einem Beef zu verachten, der mich gar nicht betrifft. Und man braucht sich auch nicht wundern, dass viele Leute keine Lust mehr auf die Meinungsblogger-Szene haben oder mit dem Gedanken spielen, den Content zu ändern. Was ist denn das hier, die Zukunft meines Kanals, keine Meinungsblogger? Wer hat denn das gemacht? Kann mir wer sagen, wer das hier gemacht hat, die Zukunft meines Kanals, keine Meinungsblogger mehr? Wenn das, was einem im Kopf bleibt, oft diese Beef-Geschichten sind. Meine Kernaussage aus dem kurzen Video, gute Frage, ich würde vor allem sagen, die Negativität, besonders bei kleinen Meinungsbloggern und die generelle Gestaltung der Videos. Nochmal zum Abschluss an die kleinen Meinungsblogger, nehmt euch ein Beispiel an Alpha Kevin, KuchenTV, Just Nero oder Unholy und überlegt mal, warum genau die erfolgreich sind und vielleicht, warum zum Beispiel Alpha Kevin es geschafft hat, mit einem fast toten Kanal wieder so gut hochzukommen. Ich sag's euch, weil die alle unterhalten und eine eigene Persönlichkeit in den Videos haben. Alter, was ein Ehrenmann, ja? Ey, ich wäre schon mittlerweile als positives Beispiel genommen. Seht ihr die Muskeln, ja? Die dadurch gewachsen sind. Da fließt doch nur noch Blut durch meine Adern hier, ja? Da schwillt mir der Halsader, wenn ich sowas sehe. Aber im positiven Sinne, ja? Das will ich hören. Persönlichkeit, ja? Durch die geilen Videos. Ich muss es mir nochmal anhören, Leute, ja? Wir müssen es uns nochmal anhören, ja? Ihr tragt auch dazu bei, ja? Also, das könnt ihr euch genauso mit auf die Kappe schreiben. Dementsprechend, wir hören uns das jetzt nochmal an und... Hört ganz genau hin. ...erfolgreich sind und vielleicht, warum zum Beispiel Alpha Kevin es geschafft hat, mit einem fast toten Kanal wieder so gut hochzukommen. Ich sag's euch, weil die alle unterhalten und eine eigene Persönlichkeit in den Videos haben. Eine eigene Persönlichkeit? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann's mittlerweile echt nicht mehr glauben, ne? Ich kann das nicht mehr glauben. Dass das mal zu mir gesagt wird, ne, vor einem Jahr, ne? Vor einem Jahr war mein Kanal am Tiefpunkt, ja. Und da hat jeder gesagt, ja, wegen keiner Persönlichkeit. Ist halt beschissen. Ich habe das übrigens selber zu mir gesagt. Ich habe keine Persönlichkeit in meinen Videos. Und auf einmal, ein Jahr später, sagt Raptech, ja, wegen Persönlichkeit. Wie ehrenvoll, ja. Wie ehrenvoll. Freut mich sehr. Also es ist wirklich ein großes Kompliment, das zu hören. Schaut euch mal eure eigenen Videos an und reflektiert selbst mal, ob das auch auf euch zutrifft und ob ihr Charakter in den Videos zeigt. Und damit meine ich nicht eure Anime-Charaktere. Vor allem habt Spaß an euren Videos und versucht nicht auf Krampf irgendwas zu zerstören. Es juckt wirklich niemanden, ob Baby's Beauty Palace clickbaitet oder ob Leon Mascher seine Pranks faked. Und euer Video mit 200 Aufrufen wird daran sowieso nichts ändern. Und falls ihr dann... Der hat komplett recht mit dem, was er da gerade eben sagt. Guckt euch, also wenn ihr jetzt Meinungsblogs macht oder wenn ihr jetzt irgendwelche Videos macht, guckt euch selber euer Video an und reflektiert, ob das Video unterhaltsam ist. Ey, wirklich, ohne Scheiß, ich habe das eine Zeit lang echt nicht gemacht. Da hatte ich gar keinen Bock, mir das Video anzugucken, weil ich mir so dachte, Alter, ist cringe. Ist einfach nur cringe oder ist übel langweilig. Wenn doch ein Video darüber macht, dann macht es doch einfach unterhalten. Und vor allem, lasst diese Anime-Charaktere weg. Wen unterhält das bitte? Aber wem erzähle ich das eigentlich? Die meisten von euch hören eh nach einem Jahr mit YouTube auf, wenn es nicht mehr läuft. Zum Abschluss nominiere ich noch drei Leute, auch so ein Video zu machen. Zum einen ungeschminkter Blackscreen, weil er nice Videos macht. Vanonym, weil sie gefühlt die einzige weibliche YouTuberin auf YouTube ist, die ihre Meinung sagt. Und ja, aber auch schon lange nichts mehr hochgeladen, ne? Vor 3 Wochen, vor 2 Monaten, vor 3 Monaten, vor 4 Monaten. Also ich weiß nicht, entweder sind diese Videos so heftig animiert, oder da ist nicht so viel, wird sich nicht so viel hingesetzt dafür. Und auch die einzige, die eine Meinung haben darf. Und, FD, wenn du das siehst. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, es ist gerade 17.24 Uhr und das Leben macht mehr Spaß, wenn man mich abonniert. Ja, das klang jetzt aber ein bisschen demotiviert, ja, deswegen gibt es ein Dislike auf den... Nee, es war ein stabiles Video. Schade, ich hätte eigentlich mir trotzdem mehr gewünscht, so. Einfach mal noch mehr Kritik vielleicht auch. Das war jetzt so, eigentlich war jetzt bloß der einzige Punkt von diesem Video, ja... Fragt euch mal, warum die YouTuber, die jetzt viele Abonnenten haben, warum die groß sind, beziehungsweise warum die jetzt mittlerweile viel mehr Reichweite haben. Und guckt euch selber eure Videos an.
War jetzt, also ich hätte es halt geil gefunden, hätte er noch so ein bisschen über die Szene an sich gesprochen oder nochmal mehr begründet, mehr erläutert. Wäre geil gewesen, aber nichtsdestotrotz, wir kamen da gut von weg, von daher top.